Hallo Welt, da sind wir wieder und wir untersuchen jetzt diesen Raum. Nein, nicht diesen, das ist ein Mülleimer und kein Raum. Wir untersuchen gleich diesen Raum. Aber erstmal wollen wir die Aluminiumdose haben. Schon geschafft. Darunter ist nichts, da drin ist ebenfalls nichts. Aha. Nicht sehr viel los hier. Stimpak, Radix und aufbereitetes Wasser. Das ist ja mal gut. Telefon für Kupfer, sehr gut. Fenzelets Kuchen. Man läuft natürlich jetzt Gefahr. Kronkorken, Silber, Tafelmesser. Man läuft Gefahr durch diese grün leuchtenden Sachen, dass man Sachen, die jetzt eben nicht grün leuchten, dass man die übersieht. Weil man denkt, alles leuchtet grün, was man einsammeln kann. Also, weil ich das denke zumindest. Ich laufe also Gefahr. Ihr vielleicht geht da etwas sorgfältiger vor, etwas geschickter. Ich kann nicht anders. Ich lasse mich eben oft leiten von den Dingen, die man hier so Löcher findet, die man hier so findet, meine ich. Ja, aber irgendwas Schönes muss doch hier noch sein für uns. Da ist was. Kein Ghoul mehr. Welche Enttäuschung. Aha. Aschenbecher. Oh, Psycho. Schachtel Zigaretten, Kronkorken 5 mm, sehr schön. Nichts drin. Na gut, günstiger Wunderkleber, Aluminiumdose und. Einkaufskorb. Wollen wir jetzt einkaufen? Bierflasche. Oh, hier, Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junkton. Ja. Ja! Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junkton. Du hast eine Ausgabe von Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junkton gefunden. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Ich Wunderbar, glaube, das das nehmen habe wir ich mal mit. gelesen. Milchflasche leere. Naja, Kapitänsmütze nehmen wir mal mit. Haarbürste, na gut, wer weiß, wer sich damit vorher gekämmt hat. Kronkorken und Kronkorken, Baumwollgarn und Dose und wir tragen zu viel. Und Aluminiumdose, Blechdose, egal. Oh, Moment mal. Oh Gott, was hat er denn da gemacht? Was ist das? Hat er erst den Totenschädel ausgepieselt und dann wollte er ihn wieder aufessen oder hat er sich übergeben und ihn dort reingewürgt? Ah, wer weiß, er hat auf jeden Fall zu viel Bier getrunken anscheinend, wie es scheint. Nein, ja, eine Flasche nur. Das ist nur die Flasche, oder? Nein, das war Bier. Da drin ist nichts. Oh, ein Spiegel mit 5 mm Patrone, Stimpak und Haarklammer. Auch gut. Also unser Augenmerk auch ein wenig auf diese Spiegel legen. Ein Man weiß nie, Katzennapf. da könnte was Nützliches drin sein. Im Katzennapf? Ich glaube auch. Katzenfutter zum Beispiel. Kronenkorken, Schrotpatrone, 45er Patrone, 10 mm Patrone, 5,56er Patrone, Plasmagranate, Plasmamine, Impro-Revolver und modifizierte mit Mündungsbremse, 10 mm wahrscheinlich Pistole oder sowas. Aluminiumdose und Kronkorken 50er Kaliber. Nudelschale. Haben wir da schon mal eine gefunden von? Oh. Kronkorken 45er Patrone. Stange Zigaretten und das Putzmittel lassen wir dort. Hier ist aber irgendetwas drin. Staubwedel. Das ist gut. Preston, für dich, oder? Du beschwerst dich doch immer über den Staub hier. Kronkorken und Skalpell. Nehmen wir auch mit. Na wunderbar. Ich weiß, wir sind überladen. Ich sehe es doch auch. Wir werden durch diese Tür noch gehen. Nein, was ist denn hier in der Ecke noch? Da waren wir schon? Ja, anscheinend. Ja, genau, da war ja oben was drauf. Das Klebeband war oben auf dem Glas vorhin. So, seine Augen sollte man hier schützen. Giftige Säure oder sowas. Na gut, mal sehen, was wir abladen können. An Schrott wahrscheinlich.
Bierflasche. Glas bekommen wir da nur raus. Also ablegen, ablegen. Einkaufskorb, Plastik und Stahl können wir wegwerfen. Emaille-Eimer, weg damit. Farbdose, na, da kriegen wir Öl raus. Hier kriegen wir aber nur Stahl aus den Dosen. Baumwollgarn nehmen wir mal mit. Aschenbecher für Keramik. Ja, können wir auch abwerfen. Glühbirne behalten wir schön. Kaffeetasse, ja, Keramik haben wir, glaube ich, noch nie ein Problem mit gehabt. Plastik, Katzennapf. Naja, den können wir ja doch mal behalten. Vielleicht stellen wir ihn an der Abernathy Farm auf. Die haben im ganz Commonwealth die einzige Katze wahrscheinlich. Aber hier sowas wie den Kickball für Gummi, das könnten wir noch ablegen. Die Kochplatte, nein. Kombi-Schraubenschlüssel nur für Stahl können wir ablegen. Ach, die Federn schleppen wir noch mit uns rum, die wiegen aber nichts. Die Zahnräder auch, das ist gut. Kühlmittel für Säure und Plastik, ja, das behalten wir mal. Wer weiß, wofür man Säure noch gebrauchen kann nachher. Löscher, Gummistahl und Asbest, aber dafür wiegt der 6. Also ich glaube, die lassen wir auch mal lieber hier. Malpinsel, okay, die können weg. Maulwurfsrattenzähne. Ich weiß nicht, wofür wir die Knochen dann nachher brauchen. Vielleicht für irgendwelche Rüstungsteile. Aber der Eimer, der wiegt 3 und bringt nur 2 Stahl. Also kann er weg. Neues Spielzeugauto. Coca-Cola-Flasche. Bringt auch nur Glas. Plastikgabel. Wiegt zwar nichts, bringt aber Plastik. Ja gut, behalten wir dann also. Schicke Haarbürste, da kriegen wir Silber raus. Ist bestimmt irgendwann mal sinnvoll, Silber zu haben. Schmutzige Aschenbecher für Keramik, weg damit. Schraubenschlüssel nochmal, Stahl 2 bringt der, Gewicht 1. Na, wäre ja nicht schlecht, aber genau wie der Schraubenzieher hier, kann auch weg. Die Sicherung behalten wir für Kupfer. Silber, Tafelmesser für Silber behalten wir auch mal. Silbermedaillon, okay. Skalpell für Stahl, egal. Spachtel, Gummi und Stahl kann auch weg. Spielkugel für Plastik kann auch weg. Wir sammeln erst alles ein, ja, so ist das. Wenn man überladen ist, freut man sich dann, wenn man alles Mögliche wieder abwerfen kann, um leichter zu werden. Tafelmesser, Tafellöffel oder was das war, auch weg damit. Bringt ja nichts. So, verstellbarer Schraubenschlüssel für Zahnräder, den behalten wir aber schön. Und diese Ölkanister auch. Eine bringt 4-mal Öl sogar. Und der andere nur 2-mal Öl. Das war jetzt nicht viel, was wir abgelegt haben. Kapitänsmütze kann Ausdauer, hat Ausdauer 2. Irgendwas mit Kraft wäre ja noch gut. Eine Mütze, die uns mehr Stärke gibt. Das wäre noch ganz nett. Ja, okay, an Waffen können wir auch einiges ablegen, aber nicht gerade die Sachen mit Stern. Das Jagdgewehr hier zum Beispiel, das wiegt ziemlich viel. 9. Aber da können wir gucken, wenn wir noch was Schönes finden, dann können wir es ja immer noch abwerfen. Die beiden Jagdgewehre hier. Okay. Erstmal geht's jetzt weiter. Aha, ein Sieb. Ich glaube, aus dem Sieb bekommt man auch Kupfer. Aber ich mag mich auch irren. Aber das ist gut. Und hier unten das Feuerzeug auch. Kronkorken. So dunkel hier in der Ecke. Wir machen mal Licht. Da geht's rauf, okay. Zigaretten nehmen wir noch mit. Ja, und dann müssen wir jetzt doch noch das Jagdgewehr abwerfen. Okay, und zwar werfen wir gleich beide Jagdgewehre ab. Das mächtige hier unten. Ablegen. Und dieses hier auch. Die Impro-Gewehre, die behalten wir ganz gerne, weil wir da auch Kupfer nachher rausbekommen. An der Waffenwerkbank. Also die haben nur Kisten hier drauf und... Ah! Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Wollte er seine Mitarbeiterin hier anzünden vielleicht? Man wird es nie erfahren. Die haben aber gearbeitet bis zum Schluss. Dann noch am Fließband. Fließbandarbeit. Ja, das war Arbeit in meinem Leben. Die Arbeit hat mir tatsächlich nicht so ganz gefallen. Meine erste Ausbildung. Verpackungsmittelmechaniker. Ich weiß gar nicht.
fährt sich das einfallen lassen. Packer, hätte man früher gesagt. Irgendwie muss man doch da oben an die Kiste noch kommen. Irgendwie. Hierauf. Und dann da dran. Moment mal. Aha, aha. Radix. Immerhin. Einfach hier drauf springen und dann, ja, dahin. Ich denke, das war's, wenn wir nichts übersehen haben. Irgendwo war noch ein Fusionskern. Oh Gott, was ist das für ein Geruch? Den nehmen wir mit und dann erlösen wir Preston von seinem Leid hier. Fusionskern. Und es geht raus. Ich wünschte, ich hätte eine Gasmaske. Irgendwie müsste man ja auch nach oben aufs Dach kommen. Da waren ja auch noch einige, glaube ich, Ghule. Aber ich weiß jetzt nicht wie und die Mission ist ja schon erfüllt. Wir können ja noch mal gucken, ob wir einen Weg finden gleich, wenn wir draußen sind. Ja, und wenn nicht, dann nicht. Dann geht's zurück nach Northagen Beach. Mission erfüllen und dann schauen wir weiter zur nächsten Aufgabe. Das dauert aber verdächtig lang, bis wir hier rauskommen. Oh, was ist das denn? Hier sind wir doch nicht reingegangen, oder? Wer hat das denn jetzt aufgebaut da? Modifizierter Stolperdraht. Entschärfen. Stolperdraht kann nicht entschärft werden? Warum? Preston, magst du da mal durchgehen und das auslösen? Ach, das kann doch jetzt nicht sein. Als wir reingegangen sind, ich speichere mal lieber, da war doch noch nichts da. Was ist das denn? Preston rennt da sofort wieder durch gleich, passt auf. Hier kann man nicht her. Das ist aber auch auffällig. Das sieht man ja sofort, dass da sowas ist. Und was wird das Ding dann auslösen eigentlich? Also ich bin rübergesprungen. Er geht durch. Passiert gar nichts. Er steht sogar mittendrin. Seltsam. Oh, leuchtende Pilze. Das war doch... Sind wir hier wirklich reingegangen? Seit wann... Das hätten wir doch gesehen, oder? Auch am Tage. Doch, wir sind hier reingegangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt werde ich aber neugierig. Hier ist noch so ein Ding. Mhm. Auch das kann man nicht entschärfen. Dieser Stolperdraht kann nicht. Was kann er denn nicht? Entschärft werden, stand da. Bin ich mir sicher. Ach, ich gucke mir das nachher mal an. Hier sind aber viele von diesen Stolperdrähten. Ja gut, wir könnten jetzt noch ganz schnell versuchen, da hochzugehen. Und Preston kam ja so durch die Stolperdrähte, ohne dass irgendetwas passiert ist. Okay, wir nicht. Irgendwas ist gerade aktiviert worden. Aber es hat nur zweimal kurz gepiept. Es kam kein Bumm, es gab kein... Naja, es gab gar nichts. Aha. Ich dachte, hier oben wäre noch irgendetwas, aber die Lampe wird hier dahingestellt. Es ist auch noch was hier. Okay. Ein wilder Ghoul. Den kriegen wir doch so, oder? Noch ein wilder Ghoul. So schnell. Der müsste eigentlich da runterfallen, oder?
fahren alle. Okay, und wie es hier weitergeht, werden wir erfahren in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.